Hey Leute, was geht ab? Lange habt ihr nichts von mir gehört. Ich war mal auf einer Suche nach einem Auto. Man sieht immer den Kaufpreis vom Auto, aber man weiß gar nicht, was kostet das Ding eigentlich an Versicherung, an Steuern oder was muss ich tanken. Oder beim Service zum Beispiel, was das Ding an Reparaturkosten hat, die Bremsen, die Reifen, was muss ich für Felgen kaufen. Heute zeigen wir euch einen Mercedes C300 Coupé, Baujahr 2018. Bleibt dran, viel Spaß. Was kommt auf die Menschen zu, hä? Stolzer Besitzer des Fahrzeugs ist hier. Erzähl mal ein bisschen, wie bist du drauf gekommen? Warum hast du dir so ein Auto gekauft? Servus, ich bin der Dario, ich bin 24 Jahre alt. Ich war vor ein, zwei Jahren auf Autosuche, hatte genau dasselbe Problem. Für mich war interessant, okay, was kostet mich das Auto im Jahr, im Monat, in der Woche, wie auch immer, Tank, dies und das. Und habe da auch nichts Großartiges gefunden. Habe dementsprechend mir dann einfach mal auf blind ein Auto gekauft. Also hier seht ihr das gute Ding. Mercedes C300 Coupé. Was hast du da für Felgen, Bro? Erzähl mal. Ja, das sind Jido Performance Felgen. Ich glaube JP1 oder so heißen die, keine Ahnung. 20 Zoll hast du fette Schlappen. Mein Geschmack ist es absolut. Ja, meiner auch tatsächlich. Man sieht natürlich die Farbe auch, ist alles stimmig, schön weiß mit den Chromakzenten und in der Silberfarbe einfach. Aber du hast jetzt auch das Auto auch tiefer legen lassen, oder? Ja, das ist knapp 3,5 cm tiefer gelegt worden. Was hast du da für Federn jetzt? Das sind H&R-Federn. Ja. Ja, das habe ich alles zusammen. H&R-Federn sind immer gut, immer bei sowas, immer auf die Top-Marken achten, H&R, Eibach und so, kann man nur empfehlen. Was haben die Dinger eigentlich so gekostet? Also insgesamt, der komplette Umbau hat mich knapp 3.000 Euro gekostet. Gerade wenn man sagt 20 Zoll Felgen mit guten Reifen und H&R-Federn, mit allem mit Eintragung natürlich, was auch sehr wichtig ist, wenn man Räder oder Fahrwerk oder sowas ändert, sollte es immer vom Profi gemacht werden und natürlich die Eintragung. C300, wie viel Leistung hast du da? Der C300 hat einen 2 Liter Hubraum, der hat knapp 258 PS, ist ein Benziner, Automatik, 9-Gang-Getriebe. Und ein Heckantriebler. Also macht schon richtig viel Spaß und reicht auch an Leistung, oder? Auf jeden Fall. Ja. Also es ist halt die gesunde Zwischenstufe zwischen dem C200, der jetzt ein bisschen untermotorisiert ist, meiner Meinung nach, ja, und jetzt zum Beispiel dem C400 oder gar dem C43, mhm, der halt im Unterhalt dann natürlich etwas teurer ist. Ja. Aber so jetzt als Alltagsfahrzeug ist es völlig in Ordnung für den Spaß und für die Kosten. Und ja, es ist ein Auto mit 4 PS, es ist ein sportliches Auto, aber ich denke, im Unterhalt dürfte es eigentlich nicht so teuer sein und für die meisten unter euch, die sich so ein Auto kaufen wollen, eigentlich bezahlbar sein. Für Verbrauch habe ich ca. 10 bis 11 Liter. Wenn ich mal ein bisschen sportlicher fahre, dann geht es schon auf 12, 13 hoch. Mhm. Was aber völlig in Ordnung ist für die Leistung, die er auch bringt. Also finde ich auch, ja. Der hat verschiedene Modi. Der hat einmal den Komfortmodus, der standardmäßig eingestellt ist. Dann hat er den Sportmodus. Den nutze ich jetzt eher weniger, eher den Sport Plus. Ja. Weil da schaltet er halt dann mal richtig auf Racing und macht, der hat auch eine Klappenauspuffanlage. Was man tatsächlich sagen muss, was mir ein bisschen fehlt, ist der Sound bei dem Fahrzeug. Mhm. Der ist recht leise, dadurch, dass der neuer als 2018 ist, ist da nämlich dieser Partikelfilter drin. Der auch mit der Autopartikelfilter. Der Autopartikelfilter, der praktisch die Lautstärke des Fahrzeugs leider sehr, sehr stark unterdrückt. Das muss man auch dazu. Also wir haben ja das Facelift-Modell jetzt von der neuen, von der aktuellen C-Klasse. Ist auch von der Front. Es ist optisch ja aufgewertet mit den neuen Multibeam-LED-Lichtern. Und ich finde das vor allem mit dem AMG-Paket ist das Fahrzeug absolut gelungen. Wir reden hier von einem sehr neuen Fahrzeug, was vollgepackt ist mit sämtlichen Assistenten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ziemlich interessant, das alles mal so zu erleben, was eigentlich mittlerweile so möglich ist. Es gibt viele Leute, die sind kein Fan davon, verstehe ich auch absolut, aber man sollte das auf jeden Fall mal erlebt haben und mal schauen, vor allem wenn man sich für Autos interessiert. Ich meine, wir sind jetzt junge Leute und das ist ja auch so ein Auto, was euch junge Leute da draußen vielleicht auch anspricht. Was kostet das Auto jetzt so in der Versicherung? Was hast du jetzt für SF-Klasse? Also ich habe die SF-Klasse 13. Da hatte ich auch Glück, dass ich die von meinen Eltern übernehmen konnte. Uh-huh. Und zahle Vollkasko dementsprechend nicht so viel. Dieses Jahr sind es 635 Euro Vollkasko. Uh-huh. Also das ist jetzt SF-Klasse 13. Da hast du jetzt halt eben das Glück wegen deinen Eltern. Aber ich glaube, viele haben eine niedrigere SF-Klasse. Ich glaube, wenn man, ich nehme jetzt mal ein Alter von 21 oder 20 und da hat man, glaube ich, so eine SF-Klasse von 4 oder 5. Du hast es jetzt auf ein Jahr, 600, das ist ziemlich wenig.
Ja, also für so einen jüngeren knapp 1000 Euro. Rechnet monatlich, was macht das dann? Knapp unter 100 Euro, oder? Genau, richtig. Ja. Ich glaube, das ist für so ein Fahrzeug in der Preisklasse ist das absolut in Ordnung, finde ich jetzt. Was tankst du dann eigentlich im Monat, wenn du so 10 Liter verbrauchst im Durchschnitt? Also ich fahre im Jahr knapp 15.000 Kilometer, im Monat tanke ich knapp 100 Euro. In einem Monat tanke ich zweimal, in dem anderen noch einmal. Also ist eigentlich auch total plausibel. Es ist total überschaubar, wie so ein VW Golf mit 2 Liter, oder? Eigentlich genau, der ja. Verbrauch, die Versicherungskosten. Und an Steuern, was zahlst du da? Da zahle ich im Jahr genau 144 Euro. Ja, also ist absolut im Bereich, wo man sagen kann, du, da muss man jetzt nicht Abertausende von Euros verdienen, um so ein Auto unterhalten zu können. Ja. Mercedes ist bekannt dafür, dass der Service so teuer ist. Warst du schon mal beim Service? Ich war jetzt vor kurzem beim Service, der hat mich genau, also dadurch, dass das Fahrzeug noch etwas neu ist, hat man so 10% Karten, kriegt man da für junge Sterne. Mhm. Da hat mich der A-Service jetzt, den B habe ich noch nicht gemacht, oder war es der B? Der hat mir jetzt 360 Euro gekostet. Okay, hört sich jetzt auf den kleinen, also wahrscheinlich A-Service. Kleine, ja. 360, hast du das Öl? Hast du selber mitgebracht? Das Öl habe ich selber mitgebracht. Mhm. Da habe ich von Castrol Öl geholt. Das hat mich nochmal knapp so 80 Euro gekostet. Ja. Gerade so ein neues Mercedes-Fahrzeug, da will man ja auch wegen der Garantie, dass den Service bei Mercedes machen lassen. Wenn man da eben sein Öl selber mitnimmt, da kann man sich auch mal ein bisschen was sparen. Also wir haben hier wirklich ein sehr tolles Fahrzeug mit den 20 Zoll Felgen, ist das jetzt natürlich echt ein Highlight. Ja, als Alternativmodell hast du dir da mal was anderes angeguckt, wie zum Beispiel A5 oder 4er BMW oder sowas? Richtig, also zu der Zeit bin ich jeden deutschen My Probe gefahren. Da bin ich den A5 Coupé 3 Liter Benziner Probe gefahren mit 270 PS. Mhm. War vom Sound her auch, also der war definitiv leiser als meiner, was ich auch nicht so ganz verstehen kann. Okay. Der hat mir jetzt nicht so gut gefallen, wäre vom Kaufpreis, also vom Preis-Leistungs her auch ein bisschen teurer. Ich habe für meinen 42.000 Euro gezahlt, mit 9.000 Kilometer drauf, also fast Neuwagen. Also als Jahreswagen hast du den? Genau, als gekauft. Jahreswagen damals. Geht es schön Heckleuchten, schön verdunkelt beim Facelift mit Panorama, Glasdach in Schwarz. Richtig schön stimmig. Ja, hast du Bock, mal den Innenraum durchzugehen, oder? Zeig mir mal den Innenraum. Genau, ich habe auch dieses ambiente Licht. Sieht man dann, wenn das Fahrzeug angeht. Das ist gerade auf Rot eingestellt, das müsste gleich angehen. Genau, hier das Licht in Rot. Das ist ja dann quasi, wenn es Nacht ist und wenn man im Fahrzeug ist, dann ist es ja richtig extrem. Du hast jetzt auch hier dank Facelift das rote Navi. Schön. Genau, richtig. Das wollte ich auch damals, weil das Kleine hat mir dann nicht so gut gefallen. Na, schön hochauflösend auch. Genau, hier haben wir auch das neue Lenkrad, das ist das AMG-Lenkrad. Da haben wir auch die Schaltbücken hier. Das Lenkrad an sich ist super. Man kann mit dem linken hier kann man den Bordcomputer hier steuern und mit dem rechten hier kann man den Display steuern. Mhm. Ja, es ist im Grunde ist es wirklich Hightech. Was mir jetzt auffällt, du hast jetzt nicht das volldigitale Tacho. Nein, das habe ich nicht. Mhm. Hat einfach folgenden Grund. Es ist ja ein Gebrauchtfahrzeug im Endeffekt. Ja. Kann mir jetzt nicht so krass aussuchen. Mhm. Was mir wichtig war, ist, dass ich hier bei der Armatur das Zedernholz habe, das grobporige. Also nicht dieses Klavierlack. Genau, das Klavierlack sieht zwar sehr schön aus, aber Leute, merkt euch das, das verstaubt sehr schnell. Also da sieht man wirklich auch die Fingerabdrücke stark. Das merke ich hier an diesen kleinen Elementen. Was mir nicht an dem Fahrzeug gefällt, muss man auch dazu sagen, das kann man aber nicht ändern, außer man hat da Freunde, die umcodieren können. Hier ist praktisch einmal so eine Taste wegen der Start-Stopp-Automatik. Mhm. Sobald das grün leuchtet, heißt es, das ist an. Laut Gesetz muss es an sein, sobald das Fahrzeug startet. Okay. Wenn du das vergisst und du bist dann in irgendeiner Kurve und bleibst nur kurz stehen, schaltet das Fahrzeug manchmal ab und es nervt einfach. Ja. Finden viele Leute sehr schlecht, viele Leute benutzen es trotzdem aufgrund von Spritsparen, aber wir sind da keine Freunde davon, dass der Motor an jeder Ampel ausgeht, vor allem wenn man öfter mal in der Stadt fährt. Das hast du ja dann quasi jedes Mal, wenn das Fahrzeug startet, ist es ja an und du musst es ausmachen, oder? Richtig, ich mach's dann jedes Mal aus. Ich habe die normale HiFi-Anlage hier drin, nicht die Bohrmester. Ich hätte natürlich gerne die Bohrmester, die knallt dann ein bisschen mehr, aber die hier reicht auch vollkommen aus. Ich habe hier links praktisch in der Tür einen Knopf, da kann ich dann die Heckklappe öffnen, falls jetzt mal jemand schnell was aus dem Fahrzeug holen muss. Ja. Ich habe eine Sitzheizung, Sitzkühlung habe ich jetzt auch nicht drin, das sind alles so Gadgets, die waren mir jetzt auch gar nicht wichtig, ich wollte grundsätzlich gar kein schönes Fahrzeug haben. Wie ist das jetzt Coupé, du als Fahrer, du hast jetzt aber schön Platz, oder? Ich habe als Fahrer extrem viel Platz, der Beifahrer hat es auch sehr, sehr gemütlich, wenn mal jemand hinten mitfahren muss, der hat es dann nicht so angenehm. Muss erstens ich sehr weit vor und der hintere hat dann trotzdem wenig Platz. Also es ist grundsätzlich eher ein Alltagsfahrzeug für maximal zwei Personen. Ich ziehe jetzt mal hier den Sitz vor. Genau. Ja, die Sitze haben die auch komisch eingestellt. Manche tun sich da sehr, sehr schwer, die hinter zu tun. Genau, du hast ja jetzt zum Beispiel das Memory-Paket jetzt auch nicht. Da würden ja dann auch die Sitze elektrisch vor und zurückfahren, dieses Easy Entry System quasi. Genau, richtig.
Aber im Großen und Ganzen wirklich ein tolles Fahrzeug, tolles Interieur. Mein Freund, schönes Auto. Dankeschön. Danke für den Kostencheck, was das Ding so im Unterhalt kostet. Magst du den Sound nochmal abchecken? Machen wir mal einen kurzen Soundcheck für die jungen Leute, die sich fragen, wie hört sich so ein C300 eigentlich an? Ist ein bisschen mickrig. Man muss aber auch dazu sagen, ich kann jetzt hier praktisch auf Sport Plus ansteuern. In dem Fall öffnet sich die Klappe des Fahrzeugs, also die Auspuffklappe. Ja. Das Problem ist tatsächlich, dass man gar nicht weiß, wann öffnet die sich wirklich. Ich merke es dann manchmal unterm Fahren, okay, jetzt hat er doch ganz schön Dampf im Sound. Dank Autopartikelfilter sind die neueren Fahrzeuge einfach grundsätzlich leiser. Genau. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm und wenn man da wirklich etwas machen will, dann hat man da eigentlich auch viele Möglichkeiten. Genau. Ja, also Leute, ich hoffe, wir konnten euch einen Einblick geben, was so ein C300 Coupé im Unterhalt kostet. Da hast du echt ein sehr schönes Fahrzeug ausgesucht. Wirklich tolle Felgen, die auch dazu passen. Und Grüße an Mr. Jido. Die tollen Jido Performance Felgen sind echt sehr gut gelungen und passen wirklich perfekt zum Auto. Danke euch fürs Zuschauen. Falls ihr Fragen habt, fragt natürlich. Bleibt dabei, es werden noch ein paar interessante Autos kommen. Falls du Lust hast, uns dein Fahrzeug zu präsentieren und uns mal zu offenbaren, was kostet dich das und du meinst, das ist ein sehr beliebtes Fahrzeug, dann schreib uns doch einfach an und vielleicht präsentieren wir auch dein Fahrzeug bald. Bleibt dabei, vergiss nicht auf Instagram die Fragen zu stellen. Ihr könnt natürlich auch fleißig Kommentare schreiben, abonnieren, Glocke anmachen.